Hallo Backfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, und heute klären wir mal die 5 häufigsten Fehler beim glutenfreien Backen. Aber zuerst wie immer der Backfreund der Woche. Und der Backfreund der Woche bekommt von mir wie immer einmal das Maisterer Hefeteigmehl und einmal das Kuchen- und Keksmehl gratis nach Hause geschickt. Und wenn du Backfreund der Woche werden möchtest, dann schau doch unten in die Beschreibung vom Video. Da steht alles erklärt, wie du Backfreund der Woche werden kannst. Und vielleicht sehen wir dich schon bald wieder hier auf meinem YouTube-Kanal als Backfreund der Woche. So, und dann geht's auch schon los, denn wir starten mit Punkt 1. Und zwar solltet ihr immer die Flüssigkeiten bei den Rezepturen abwiegen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel 120 Gramm oder Milliliter Angabe an Wasser habt, wiegt das bitte ab, denn wenn ihr das in diese Litermaß reinfüllt, dann kann es eben passieren, da gibt es die Skala 100 und die 150 und dann trefft ihr die 120 nicht genau, sondern habt dann am Ende vielleicht 130 oder 140 und oftmals ist es auch so, dass selbst der 100er Strich nicht genau 100 sind. Also das kann auch mal passieren, dass es dann nur 95 oder 90 oder 105 sind. Das ist halt wirklich sehr ungenau. Wiegt es am besten einfach ab. So seid ihr auf der sicheren Seite und habt die perfekte Teigkonsistenz. Der Punkt 2. Im Rezept werden Teigmengen erhöht oder angepasst. Das heißt, jemand denkt, da steht ein Zopf mit 500 Gramm Teig und ich mache einfach einen Riesenzopf mit 1 Kilo Teig. Das heißt, wir haben das doppelte Gewicht des Zopfes, das doppelte Volumen an Teig und wir erhöhen die Backzeit nicht dementsprechend. Das bedeutet, ihr habt letztlich eine Backzeit, sage ich jetzt mal angenommen, bei 500 Gramm von 30 Minuten und es wird angenommen, ich backe einen Zopf mit 1 Kilo und der hat auch die Backzeit von 30 Minuten. Das kann natürlich so nicht hundertprozentig funktionieren. Da solltet ihr immer schauen, dass, wenn ihr ein Rezept habt, euch genau dran haltet. Das heißt, lieber 2 kleine machen, wie es im Rezept steht. Weil wenn ihr das wirklich jetzt in einen großen Zopf packt, dann solltet ihr schon ein bisschen Backerfahrung haben, wenn ihr da rangeht an solche Geschichten. Auch bei Kuchenblechen oder Cookies, die eigentlich 16 Stück sind und ihr macht da draus 2 meinetwegen, wollt einen riesen Cookie backen, ja, dann kann die Backzeit einfach nicht passen, ne? Das ist auch, glaube ich, relativ einleuchtend, nur manchmal wird in dem Zuge vorher darüber nicht nachgedacht. Und was eben auch recht häufig vorkommt, ist, dass ein Ofen auch mal zu voll geknallt wird. Das kann auch passieren. Also ich sage mal, ihr habt eine Temperatur von 180 Grad und macht dann aber in den Ofen anstatt ein Blech auf mittlere Schiene 3 Bleche rein, weil ihr gleich 3 Bleche Cookies oder Schokobrötchen backen wollt. Dann stimmt aber das ganze Verhältnis von Teig im Ofen zur Temperatur und Backzeit auch nicht mehr. Da müsst ihr halt dann auch wieder individuelle Klasse zeigen und alles perfekt daran anpassen. Das gebe ich euch nur mit auf den Weg, dass ihr da wirklich entweder euch genau an das Rezept haltet, dann wird es auch funktionieren in der Regel. Oder ja, ihr müsst einfach ein Back-Know-how haben und das individuell durch Können ausgleichen und lösen. Punkt 3, auch ziemlich spannende Frage. Kann ich die Mehlmischung in den Rezepten austauschen? Das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Es ist ja so, bei einem Weizenmehl-Rezept, Weizenmehl ist Weizenmehl. Das heißt, ob ihr das jetzt von der Marke kauft oder von der Marke, es ist und bleibt ein Weizenmehl. Ja? Bei glutenfreien Mehlmischungen ist das komplett anders. Die sind aus teilweise 10 Zutaten zusammengesetzt und gemischt. Das heißt, zum Teil verschiedene Stärken, Bindemittel, die verschiedene Wirkungsweisen haben, Stärken, die verschiedene Wirkungsweisen haben, verschiedene Vollkornmehlanteile, Proteinanteile, wie Erbsenmehle, Goldleinmehle, was auch immer. Wenn du jetzt ein Rezept hast, stimmt dann oft die Wassermenge zum Beispiel im Verhältnis zu dem Mehl nicht mehr. Das heißt, ein Mehl einer Marke, sage ich jetzt mal, wo man 100 Gramm Mehl nimmt und 80 Gramm Wasser, kann eine andere Konsistenz auslösen als eine andere Zusammensetzung des Teiges aus 100 Gramm Mehl und 80 Gramm Wasser. Das gibt vielleicht eine komplett andere Konsistenz. Es wird trockener oder es wird weicher und kann somit vielleicht auch nicht aufgehen. Hinzu kommt, dass diese Wirkungsweisen von diesen ganzen kleinen
Zutaten wie Flohsamenschalen etc. in den unterschiedlichen Zusammensetzungen komplett andere Ergebnisse liefern können. Das eine Mehl, das kann vielleicht viel besser aufgehen beim Hefeteig und das andere nicht. Somit könnt ihr dann auch nicht hundertprozentig sagen, wie gut das Rezept wirklich funktioniert, wenn ihr nicht das Original getestet habt. Ja? Es kann sein, dass da was bei rauskommt, was essbar ist, aber es trifft vielleicht nicht diese Benchmark. Und dann kommt noch dazu, bei uns ist ja zum Beispiel das Hefeteigmehl und das Kuchen- und Keksmehl, die sind auch schon alleine unterschiedlich abgesetzt. Und du kannst bei uns auch nicht das Kuchen- und Keksmehl durch das Hefeteigmehl ersetzen oder umgekehrt. Also mit dem Hefeteigmehl würde ich niemals einen Rührkuchen backen, weil es dafür nicht ausgelegt ist. Es hat eine ganz andere Bindekraft, es hat ganz andere Zusammensetzungen und Wirkungsweise. Das funktioniert nicht. Und genauso krass ist es auch bei den Herstellern, die dann sagen, ich habe hier ein Universalmehl. Leute, universal bei glutenfrei funktioniert nicht. Das klappt einfach nicht. Du kriegst damit keine geilen Ergebnisse hin. Du kriegst damit Ergebnisse, aber die sind nicht geil. Deswegen braucht man da diese unterschiedlichen Mehlmischungen, bei uns nur drei, und dann seid ihr richtig geil abgedeckt. Kommen wir zu Punkt 4. Rezepte und Anleitungen korrekt lesen. Ich erlebe es immer wieder, dass Rezepte bei mir auf dem Blog oder so nicht richtig gelesen werden. Da wird mal ein, zwei Sätze unterschlagen, die vielleicht doch relativ entscheidend sind. Sei es zum Beispiel der Dampfstoß und dann wird das Brötchen etwas grau und geht nicht mehr so gut im Ofen auf. Und einfach auf diese Details auch einfach achten und sich da Mühe geben und nicht zu viel Eigeninterpretation reinbringen. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, geht wirklich mal im Rezept selbst jeden Schritt durch und sucht selbst nach einem Fehler. Ne? Manchmal kann das sein, du hast das Ciabatta vielleicht nicht unten, ganz unten im Ofen gehabt. Ja? Und es hat nicht diese Unterhitze bekommen und es ist dann dadurch nicht richtig gebacken. So, das ist ein Fehler, der passieren kann. Aber den könnte ich auch selber rauskriegen in meiner Eigenanalyse, indem ich das Rezept einfach selber nochmal Schritt für Schritt durchlese und schaue, was habe ich da wirklich gemacht und was habe ich vielleicht einfach übersehen oder hatte ich vielleicht auch keinen Bock, so umzusetzen. Ne? Kann ja auch mal sein. Wenn ihr halt dann das Rezept im Standard gebacken habt und es hat super funktioniert, dann könnt ihr auch kreativ sein, ne? Und auch mal was Eigenes ausprobieren, aber dann wisst ihr, dann lag es an euch, wenn was nicht klappt. Kommen wir zu Punkt 5. Zutaten wahllos austauschen. Ich kann es nachvollziehen, dass manche Probleme haben mit gewissen Allergien. Ich meine, ich bin in dem Markt jetzt schon sehr, sehr lange drin und gerade in der Meisterei beschäftigen wir uns ja relativ viel damit, dass wir Produkte ohne Ei, ohne Zucker etc. pp. Anbieten. Das Problem ist bei den Blockrezepten einfach folgendes. Die meisten haben halt nicht zusätzlich noch eine Eiallergie oder möchten sich vegan ernähren. Das sind, sage ich jetzt mal, grob 10%. Wir möchten aber prinzipiell Rezepte schaffen, die schmecken wie das Original mit Weizen. Das heißt, wir nehmen auch diese Zutaten, damit wir auch da vom Geschmack nah rankommen. Das ist für uns erstmal oberste Priorität. Und ich kann es zeitlich nicht schaffen, noch jedes Rezept ohne Ei, ohne dies, ohne das zu testen und noch zusätzlich diese Rezepte bereitzustellen. Und wenn ihr dann diese Rezepte austauscht, dann kann es funktionieren, es muss aber nicht funktionieren und ich werde es auch in der Regel nie getestet haben, außer es steht ausdrücklich dabei. Ich mache momentan lieber ein zusätzliches Rezept, was allen schmecken wird, anstelle von parallel noch Rezepte zu testen, wie ich das ohne Ei oder sonst jene Zutaten backen kann. Und das ist so ein bisschen der Grund, weshalb da nicht so viel dazu beisteht und wir dafür aber viel schneller, viel mehr Rezepte in den Blog bekommen und ja, so einfach eine größere Bandbreite haben an Rezepten und jetzt in einem Jahr, wie gesagt, über 100 Rezepte haben. Aber wenn ich jetzt jedes Rezept noch mit Ersatzprodukten testen müsste, was vielleicht ja auch nicht beim ersten Mal klappt und dann muss ich da wiederum probieren, hätte ich jetzt vielleicht erst 10. Und das ist halt einfach mal so eine kleine Erklärung dazu. Ihr könnt es gerne ausprobieren, die Zutaten zu ersetzen, aber es ist keine Gelinggarantie dann mehr fürs Rezept. Und es ist sehr schwer für mich, sowas überhaupt danach zu vollziehen, warum das funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist fast unmöglich. Es gibt natürlich auch vegane Rezepte, das heißt, manchmal machen wir die ja dann auch. Aber wir können es, wie gesagt, nicht bei jedem Rezept noch zusätzlich testen.
Wenn es möglich ist, machen wir das natürlich und schreiben es dann auch dazu, wenn es funktioniert und ich es getestet habe, dann wird es dabei stehen. Der Bonuspunkt. Ja, nochmal so eine kleine Geschichte, die mir auch aufgefallen ist beim Backen. Zum Beispiel Ofenblech. Ja, ich habe ein Ofenblech, das ist ein relativ günstiges Blech, das kann man verschieben. Das ist ja, von der Qualität nicht so hochwertig wie jetzt das Standard-Ofenblech, was da beim Ofen dabei war. Und das heißt, die Hitze wird relativ schwer gespeichert in diesem Blech. Das geht bei einem Cookie oder sowas, wo man nicht so viel Hitze braucht, geht es ganz gut. Aber ich habe gemerkt, das Ciabatta wird auf dem Blech nicht so gut, weil du diese Unterhitze nicht so stark hinbekommst und dann diesen Ofentrieb, die Power von unten, die Kruste, die sich dann bildet, das kriegst du alles da nicht so hin. Auch bei den Wasserbrötchen zum Beispiel. Das sind auch so Kleinigkeiten, die man auch mal überprüfen kann. Warum vielleicht so ein Rezept dann wie ein Ciabatta oder ein Wasserbrötchen nicht so geil krustig wird. Oder ein Mischbrot, ja. Das Mischbrot 70-30 zum Beispiel, das hatte ich auch auf dem Blech einmal gemacht. Ich fand es nicht geil. Und auf dem normalen Blech komplett anderes Ergebnis. Also das sind auch so Kleinigkeiten, Küchenequipment, was man überprüfen kann. Auch Handrührgerät und Küchenmaschine zum Beispiel, das sind ja auch Unterschiede. Ne, knete ich einen Teig lang genug aus? Ist er schön glatt? Oder ne, geht er deswegen vielleicht nicht auf? Ne, das sind so Sachen, die man durchaus auch checken kann, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen, als sie vielleicht bisher waren. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Waren vielleicht auch ein paar harte Worte dabei, aber so ist das Leben. Das Leben ist kein Ponyhof. Wenn wir backen wollen, wenn wir besser werden wollen, dann muss man sich halt auch mal die klare Ansprache anhören. Wenn wir besser werden wollen, dann muss man sich auch mal die klare Ansprache anhören. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wie immer natürlich soll das Ganze auch motivieren, was zu lernen, dass man besser wird, dass man Spaß daran hat, Wissen anzusammeln und sich zu verbessern und zu schauen, dass jeder einfach geile glutenfreie Sachen backen kann, weil das ist ja letztlich mein Ziel, dass ihr alle zu Hause Sachen aus dem Ofen holt und sagt, das ist geil, das schmeckt lecker und das schmeckt auch der ganzen Familie. In diesem Sinne, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet. Und ja, ofenfrische Grüße, euer Robert.